einen wunderbaren guten Morgen hier aus der Region vom Silvenstein, mittlerweile schon in Österreich. Ich bin seit langer Zeit mal wieder auf dem Radl, diesmal in allerbester Begleitung. Mein Bruder Dario ist mal wieder mit dabei und wir haben uns ganz spontan entschieden, dass wir Bock auf eine Alpenüberquerung hätten. Und das machen wir jetzt auch. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Wir fahren vom Silvenstein durchs Inntal, queren das Inntal Richtung Meierhofen und dann geht es weiter in Richtung Pfitscherjoch. So der Plan, so der derzeitige Planungsstand. Und ja, wir freuen uns drauf. Viel Zeit haben wir nicht, morgen fahren wir wieder nach Hause. Also, muss schon alles klappen. Wetterumbruch soll aber erst morgen sein, soll es unter 15 Grad dann haben. In München. Das heißt, im Gebirge wird es dann natürlich noch kälter sein. Und womöglich Schnee und was auch immer. Also schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Gleich am Aachensee. Es wird schon langsam hell. Schön neblig. Immer noch so ausreichend warm. Ich weiß gar nicht, wie warm. 16 Grad oder was wird es haben. Ha. Einfach schön. Das Gebirge am Morgen. Aha. So, bei uns geht es jetzt langsam ans Steigen. Wir sind an Meierhofen vorbei, wollten eigentlich zum Bäcker, aber haben in dem Ort, wenn mir doch recht versnobbt vorkommt, nichts gefunden. Jetzt fahren wir weiter. Ginzling, glaube ich, heißt dann der nächste Ort. Da wird es schon einen Bäcker geben. Sonst geht es uns gut. Die Sonne kommt raus und schön ist. Haben wir ein paar Tunnel hinter uns, die alle gut zu befahren waren. Zwar dunkel, aber gut zu befahren waren. Und ja, wir kämpfen uns immer weiter vor. Und die Berge hier, da war ich vor ein paar Wochen, habe ich auch mit dem Dario und mit meiner Oma, die gestern 82 Jahre alt geworden ist, eine schöne Hüttentour gemacht mit Hüttenübernachtung auf der Berliner Hütte und ein paar hundert Höhenmeter latschen. Und ja, meine Oma, topfit. Genau, und deshalb, da bin ich dann drauf gekommen, das Pfitscherjoch, das wäre doch mal was zum Radeln. Ja, macht Spaß. Die Steigung ist moderat und es gibt keinen anderen Weg als diese geteerte Straße hier. Das wird sich dann aber bestimmt ändern. Der Schlägeisspeicher ist noch zu erreichen mit ganz normalen Autos. Und auch mit Linienverkehr, sprich bis dahin wird der Weg so bleiben, nehme ich an.
es wird wilder. Langsam, aber sicher wird's wild. Schön die Berge davon. So, jetzt wird es langsam anstrengend, aber es ist wunderschön. Da links in dem Tal liegt die Berliner Hütten und wir fahren nach rechts. Auf 1260 Höhenmeter laut meiner Phoenix sind wir gerade. Ja, haben wir nochmal 1000 vor uns. Ich freue mich, wenn wir oben sind und Kaffee trinken. Aber erstmal freuen wir uns auf diesen tollen Aufstieg und die tolle Poststraße hier. Juhu, ich fahre mit Berg und komme gleich da rauf. Das ist so schön. Wir sind da am Schlägerspeicher. Ganz schön fettes Teil hier. Wie viel ist es? 12? Ja, was machen wir noch den ganzen Tag? Ja, um Gott willen. So was. Ah ja. Aha. Richtig schön hier. Dem Dario gefällt es auch richtig gut. Und mir auch. Der Trubel vom Schlägeis liegt jetzt hinter uns. War aber auch nur kurz. Und ja, jetzt geht's da hoch. Ich bin nicht sicher, ob wir den richtigen Weg hier gewählt haben. Bei uns beginnt jetzt kurz nach der letzten Einkehrmöglichkeit nach dem Schlägeisspeicher die Schiebepassage. Ihr könnt womöglich noch irgendwo hochfahren. Das Stückerl will ich jetzt natürlich auch schaffen. Aber insgesamt ist jetzt die Schiebepassage dran. Und ja, das Wetter zieht zu. Denk mal, 2 Stündal haben wir noch, bis es irgendwie zum Regnen anfangen könnte. Wenn es jetzt nur regnen würde, wäre es nicht schlimm, Gewitter wäre nicht so. Dann geht es mal wieder ein paar Meter. Schön. Richtig schön. Tolle Landschaft. Kann man lassen. Da herum. Netter Tagesausflug. Netter Tagesausflug. Wunderschön. Wir sind jetzt gerade noch ein paar Meter gefahren mit dem Radl. Aber jetzt schieben wir hier einfach
mal die 5 Kilometer. Das geht auch flott und es ist wunderschön hier. Dann kann man noch mal mehr und intensiver hier die Landschaft genießen. Jetzt wird's trailig. Na, das fahre ich nicht. Und der Dario ist Gott sei Dank auch kein Wahnsinniger. Und da links sind wir gekommen. Und jetzt geht's wieder einen Forstweg rüber nach Italien. Juch heißa! Der Wahnsinn, was der für Beine hat. Wir verlassen schön langsam diesen Teil des Zillertals. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt hier heißt. Und wo geht's hin? Diese Forststraße hier, die geil ist. Da hoch. Wettertechnisch nicht ganz so der Knüller, aber wir schauen mal, wenn wir unten sind, wenn wir wieder in Sterzing sind, mein Gott, dann, wenn es da regnet, ist eigentlich völlig egal. Nur im Hochgebirge wollen wir nicht, dass wir in ein Gewitter reinkommen. So, können weiter. Da wollen wir nicht, dass wir in ein Gewitter reinkommen. Er hier muss ständig auf mich warten, weil der hier hoch mandelt wie Sau und ich komme vor wie so ein fetter Sack, der hier so die Bergstrecken nicht hochkommt. Ekelhaft. Da wie so eine Sprungfeder. Dieser Mensch macht viel Sport. Aber Hockey vor allem, also Laufgeschichten, mit dem Radlfahrer höchstens in die Schule. Und einmal im Jahr machen wir so eine Tour. Das ist schon frech. So, ich muss jetzt wieder aufhören zu labern. Na, hier muss ich wahrscheinlich wieder schieben. Also, wir sind in Südtirol angekommen. Das Pfitscherjoch liegt hinter uns, beziehungsweise wir stehen auf ihm. Da vorne, da müssen wir hin. Es sieht nach Regen aus. Das wird wahrscheinlich diese Pfitscherjoch-Hütten sein, ich weiß es nicht. Und wir haben uns jetzt ein bisschen wärmer eingepackt für die Abfahrt. Und wir hoffen, dass jetzt auch einfach eine kommt. ja, richtig geil hier, auch mit den Wolken. Der Hammer, jetzt laufe ich noch mal schnell davor, dass man noch mal da runter schauen kann. Und wir sind gerade auch auf einen Menschen gestoßen, der sich mit Fotografie auskannte
Und auf dem Display sah deshalb auch schon die Bilder, sahen die Bilder schon ganz gut aus, die der von uns gemacht hat. Hammer, oder? Hier die Gletscher, der Wahnsinn. Republik Österreich, Arrivederci, wir haben in Italien. Und jetzt geht's weiter. Oh, ich habe Tropfen gespürt. Oh ja, da fahren wir schön in den Regen rein. Ja! Ja! Es regnet! Boah, ist das geil! Ja, spinnst du! Hammer! Schau mal! Was sind das für Berg? Irre! Das ist ja Wahnsinn hier. Bist du der? Yo, yo! Ja, jetzt noch 200-300 Höhenmeter oder so runter, dann sind wir schon in Sterzing. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Nass wie wir sind. So, meine Freunde, wir sind in 2 Kilometern in Sterzing. Haben es sehr genossen, da runter zu fahren. Sind jetzt aber rechtschaffend, würde ich mal sagen, müde. Brauchen was zu trinken und was zu essen. Wir haben noch nichts gegessen außer diesen Apfelstrudel und jeder 2-3 Riegel, Snickers und so, aber nicht besonders viel. Also das kommt jetzt an erster Stelle und dann überlegen wir uns, was wir weitermachen. Ob wir von Sterzing die 300 lächerlichen Höhenmeter nach zum Brenner hochradeln, runterradeln und von Innsbruck mit dem Zug nach Jenbach und von da dann wieder hoch zu radeln zum Aachensee und von da zum Silbenstein zu radeln. Schauen wir mal. Oder wir fahren einfach von Sterzing in den Zug. So, mein Sterzing. So, meine Freunde, jetzt geht es hier minimale Stücke runter und dann geht es gleich 500 Höhenmeter nach oben. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade in Jenbach losgefahren. Wir sind von Sterzing mit dem Zug rüber über den Brenner nach Innsbruck und dann in Innsbruck umgestiegen und in einen anderen Zug rein. Jetzt hier nach Jenbach. Wir haben ja unser Auto am Silbensteinspeicher stehen. Das ist natürlich nicht optimal öffentlich angebunden. Somit haben wir jetzt nochmal 35 oder 40 Kilometer vor uns. Und ja, die kommen jetzt halt ziemlich knackig mit einem 500 Meter Anstieg. Aber wir sind dem gewappnet oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir fahren jetzt einfach mal drauf los. Es regnet etwas.
Die Straßen sind sehr nass, weil es hat wohl deutlich geregnet davor. Aber macht Spaß und ist nicht kalt. Gott sei Dank. So, jetzt sind wir am Silvenstein, wieder in Deutschland zurück. Das war jetzt ein hartes Stück Arbeit, aber hat sich rentiert. Wir sind an meinem Auto und es könnte sogar gleich jetzt hier links sein. Ne, noch nicht. Nächstes. hat sich rentiert. Es hat wirklich schnell geregnet. Das war abartig. Aber nein, wir sind komplett nass, bis auf den Oberkörper mit gescheiter Regenjacke. Das ist kein Problem. Und wir haben jetzt Gott sei Dank ein bisschen Wechselkleidung im Auto. Wir räumen schnell die Radeln rein. Es ist jetzt genau 24 Uhr. Und dann geht's ab nach München. Nach Hause. In eine warme Dusche. Ja, schön war's. Sehr, sehr schön. Und das kann auch der Dario hier bezeugen. Toll, wie der das macht. Wirklich. Ich bin sowas ein bisschen gewohnt, auch mit so Widrigkeiten umzugehen. Das ist immer noch hart für mich, aber er ist es halt gar nicht gewohnt. Und nachts durch Wälder durchzufahren und solche Geschichten, da gehört schon was dazu. War Overnight.